Okay, das nächste Level. Macht keinen Sinn, die Levelnamen zu sagen. Sie passen ja nicht einmal wirklich zu diesen Levels. Sie sind ja eigentlich für ein anderes Level. Oh, hallo Imps. Gleich kann ich euch nicht mehr abknallen. Gleich muss ich euch mit der Faust bekämpfen. Komm hierher, Imp. Nice. Ich brauche Munition. Munition, Leute. Ist das so schwer, ein bisschen Munition da zu lassen? Danke. Oh, Scheiße. Okay, komm. Nein. Lass mich vor. Oi. Oh, zum Glück. Ich denke mal, ich sollte wahrscheinlich ein bisschen Monsterkämpfe provozieren, auch wenn ich es nicht mag. Ich meine, auch wenn er die alle one-hittet. Jedes bisschen zählt jetzt wahrscheinlich erst einmal. Weil die haben wenigstens unendlich Munition. Leider nicht meine Agilität. Scheiße. Da habe ich geschlafen. Okay. Komm, schieß auf den Imp. Nicht auf mich. Macht es komplett falsch, ihr ruiniert alles. Aua. Hier kommt jetzt zu schnell keiner mehr raus. Na, ah, das ist. Au, au, ihr tut weh, ihr blöden. Blöde Zombies. Oh Mann, oh Mann. Boah, dann bleib ich auch noch fett hängen, so gemein. Sehr schön. Oh, nice, beide erwischt. So. Das, nicht das. Was ist das eigentlich noch für ein Speicherstand? Kenne ich gar nicht mehr. Wenn ihr jetzt noch ein paar rauskommen möchtet hier, wenn ihr jetzt noch ein paar rausschicken wollt, wäre okay. Habe ich kein Problem mit jetzt. Bin ich darauf vorbereitet. Jetzt habe ich auch wieder Munition. Ja, guten Tag. Komm, schießt auf den. Jetzt wird es um einiges besser laufen. Das habe ich im Gefühl gerade so ein bisschen. Naja, jetzt geht das doch wunderbar klar. So, keine Secrets schon wieder. Der hatte wahrscheinlich echt nur Lust gehabt auf Secrets, wenn es unbedingt notwendig war wegen Secret Exit. Mein gut, auch wenn man theoretisch das normale oder die normale Progression so machen kann. Das ist, ne? Dass man einfach direkt in Secret Exit kommt und es kein normales Exit gibt. Das geht ja auch. Würde ich wahrscheinlich sogar so machen, würde ich mal eine Episode 1 designen oder eine Megawatt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir denken würde, ja, Secret, ne, kommt. Ich will nicht, dass hier irgendwelche Levels verpasst, welche ich designe. So, falls es mal dazu kommen sollte. Mit einem richtig, richtig stark betonten Falls. Oh Mann, ich dachte, der läuft schnell genug, um mir die Kugel abzufangen. Oh Mann. Boah. Aua. Oh, schieß ihn doch an.
So. Ist nicht so schwierig. Ja, was mache ich jetzt? Da ist überall Gift. Das tut weh. Und ich glaube, ich habe keinen Anzug, oder? Nee. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Na, verdammt. Ich habe aber gerade gespeichert. Also ist okay. Nein. Okay, der muss sterben. So. Sehr schön. Oh Mann. Jetzt durchs Gift mit dem bisschen Leben. Ja, vielen Dank. Die Fässer standen leider auch blöd. Ich hätte ins Gift zurück ausweichen müssen, um die zu benutzen für meine Zwecke. Der hingegen wird in die Fässer gelockt. Sonst würde ich ihn eh nicht tot kriegen mit der Munition, die ich habe. Den muss ich in die Fässer locken. Ich hoffe, es hat gut erwischt. Ohohohoho. Wow. Aua. Ja, gut. Oh, ich brauche... Oh, Scheiße. Lass mich kurz in Ruhe, bitte. Bin gleich wieder... für euch da. Wollte jetzt auch nur ganz kurz... Ein Leben, ein Schuss. Tungai sicher, dass du nicht einfach selbst abknallen willst. Ja gut. Da hinten ist ein Raketenwerfer inmitten von Gift und ich habe ein Leben. Vielen Dank. Verdammt, der hält echt was aus. Hier bin ich, hallo. Oh Mann. Ganz einfach. Hin und wieder einfach mit der V. Super! Das ist... Gute Entscheidung. Kein Leben in diese in dieses scheiß Level. Na. Aber überall Gift, ne? Was ist da hinten? Ja, es ist. Danke für den Backpack. Der bringt mir nichts, wenn ich sterbe, sobald ich ein bisschen weiterlaufen möchte. Es ist eine nette Geste und alles, aber ja, wow. No, immerhin bin ich schon mal hier hingekommen. Jetzt muss ich es halt auch irgendwie schaffen. Na, no, immerhin schaffe ich es wenigstens raus. Oh shit. Falsche Waffe draußen, Mist. Oh Mann, wieso sind denn hier auch noch so viele? Oh Mann. Sehr schön. Oh, da ist ein Anzug. Will man mich hier eigentlich verarschen? Will man mich hier eigentlich komplett verarschen? Danke. Oh, da kann ich nicht durchschießen.
Wie wäre es mal mit ein bisschen Leben? Ich könnte ja jetzt eigentlich mal ein bisschen durch das Gift rennen und gucken, ob hier irgendwo welches liegt. Das Problem ist, der Anzug könnte auch dafür sein, dass ich überhaupt erst weiterkomme. Vielleicht bin ich ohne den ja komplett aufgeschmissen, wenn ich den jetzt nicht... Oh Mann, zum Glück hat er den gerade provoziert. Ja, das ist... Dann müsste er noch Spectres sein. Mein Gott. Nervigste Platzierung überhaupt. Ah, Mann. Hier liegt nicht genügend Leben rum. Definitiv nicht. Super. Das hat noch kaum Wert so. Dann sind da halt auch noch die hier. So, schnell weg. Ja, ohne den Anzug jetzt. Überlegt mal, ich hätte den Anzug nicht mehr, dann wäre ich jetzt tot. Null Chance, das hier, das Level zu schaffen. Ich muss jetzt auch speichern. So. So, jetzt ist der Anzug ausgelaufen. Na, hier ist wenigstens ein bisschen. So, anstatt Level zu verteilen, hat er sich einfach gedacht, gut, dann tue ich da eine Supercharge hin. Ich meine, gut. Kann man machen. Wenigstens lebe ich jetzt wieder. Bisschen. Jetzt mal gucken. Nehmen die blaue was. Ich habe auf jeden Fall noch Gegner. Da hinten geht es noch nicht durch für mich. Aber die hier knall ich schon mal ab. Das ist wichtig. Und hier kann ich jetzt mal lang gehen. Jetzt bin ich ja nur wieder hier. Ach so. Ah, aber jetzt sind hier vielleicht ein paar Sachen zugänglich. Wow. Hätte ich die Supercharge vorhin etwa früher haben können, ja dann... Mir geht es natürlich... Warte mal, kommen hier eigentlich nochmal Gegner raus? Nee, oder? Nee. Hätte halt sein können, dass ich die Supercharge halt echt für die Stelle mitnehmen hätte müssen oder sollen. Ich wusste, was er von mir verlangt und habe es gemacht. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Einfach mal mit der Plasmagun alles umholzen. Finde ich nicht einmal schlecht. Okay. Oh Mann. Sehr schön. Okay, so langsam nähern wir uns dem Ende wahrscheinlich. Sind zwar noch mehr als genügend Gegner hier, aber hier kommen sie ja doch eher in Scharen. Sehr schön.
Jedes bisschen Munition wird mitgenommen. Hier geht's nicht weiter. Wo geht's dann weiter? Hier, okay. Na, ah, super. Ein Baron. Aber er ist schön schnell gestorben und das ist okay. Jetzt geht's wahrscheinlich hier rein. Oh ja. Aufnimmst, kein Problem. Jetzt habe ich auch wenigstens ein bisschen Munition mal. Ja, immer nur diese zwei Extreme. Entweder man hat viel zu viel Munition oder man hat zu wenig. Aber gut, ich denke mal, das Problem ist, dass ich halt so gut wie kein Monster in Fighting provoziere. Ist einfach nicht mein Stil. War noch nie mein Stil, so wirklich. Schließlich spiele ich das Spiel, um die Typen selber abzuknallen und nicht, dass sie sich gegenseitig töten. Kommst du mal nach oben geflogen, Karko, bitte? Höher. Aua. Das ist halt das Problem an der Plasma Gun, man kann nicht wirklich sehen, wann ein Projektil angeflogen kommt. Lass mal ganz verdeckt das meiste. Oh shit. Oh shit, oh shit. Oh Mann. Oh, ich renne in alles rein gerade. Mal nochmal ein Safe, wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Okay. Wo bin ich nun? Warum bin ich jetzt wieder hier? Das macht doch noch gar keinen Sinn, oder? Hier war ich doch schon. Oh Gott, das wird wehtun. Warte mal. Hier lang ging es genau. Ah, hier liegt ein bisschen was, sehr schön. Ich werde mich ganz kurz nochmal umschauen, vielleicht habe ich hier was liegen lassen. Ich meine, ich muss eh nochmal ganz kurz nach da hinten. Denn die Tür meint ja, sie muss nicht offen bleiben. Okay, vielleicht ist sie aber auch einfach nur wieder zugegangen. Jetzt wollte ich mich ganz kurz nur erkundigen, was mit dem fliegenden Ball auf sich hatte. Dem Ball aus Feuer. Aber nee, ich darf nicht. Oh, sehr schön. Das ist ja schon fast secret-würdig, die hier hinzupacken. Sehr schön, jetzt muss ich da nochmal hochgehen. So. Wo waren das jetzt nochmal? Nee, nicht hier. Hier, weil dann würde ich ganz gerne gucken, ob dahinter vielleicht noch irgendwas war. Nö. Okay. Dann geht es jetzt nochmal in den Teleporter rein. Immer nix. Ah, hier, euch will ich noch töten. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, okay, jetzt kann man hier noch rein. Sehr schön. Ach, das waren ja sogar schon alle, ja, nice.
Puh, was soll ich sagen? Vom Layout ist das Level sehr gut gewesen, würde ich sagen. Mir gefällt aber die Lebensverteilung nicht, so wie die hier passiert ist. Ich weiß nicht, so eine Supercharge einfach irgendwo an der Stelle liegen. Und das Problem an der Supercharge ist einfach, dass man die immer mit einem Secret assoziiert. Man erwartet nicht, dass man die einfach bekommt. Und wenn man die dann irgendwo verschlossen sieht, erwartet man auch nicht, dass die einfach durch einen Schalter, der einem im Allgemeinen hilft, weiterzukommen, dass dadurch dann halt auch eine Supercharge freigeschalten wird. Oder zugänglich gemacht wird, eher. Damit rechnet man einfach nicht. Und das ist halt das Problem. Deswegen weiß nicht, wenn ich so eine Supercharge sehe und ich sehe, die ist hinter irgendetwas verschlossen, dann erwarte ich erst, dass das aufgeht, wenn ich irgendeinen Schalter drücke, der nicht offensichtlich war. Und das glaube ich nämlich, ist jetzt natürlich nur eine Theorie, aber ich denke mal, dass das der Fall war, als ich nur ein Leben hatte und alles. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich die Supercharge hätte aufnehmen sollen. Und dann hätte man die meiner Meinung nach auch irgendwo hinlegen können, wo man sie fast nur aufnehmen kann. So wie die andere auch, die waren neben dem Teleporter, wo man durch musste. Und das ist dann wieder okay. Auch wenn ich finde, dass man anstatt eine Supercharge hinzulegen, einfach lieber vier große Medikits im Level verteilt, so nach und nach. Weiß nicht. Aber wie gesagt, so vom Layout selbst her ist es halt eigentlich echt wieder ein gutes Level gewesen, kann man nichts sagen. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.